contest is scheduled for one fall. Introducing first, from Detroit, Michigan, weighing in at 245 pounds, Muhammad Hassan. WWE, nie war sie so richtig, die Bezeichnung World Wrestling Entertainment wie heute. Ein kurzer Blick zurück natürlich noch einmal vor diesem ersten Match. Ja, Sergeant Slaughter mal wieder im Einsatz, unfreiwillig allerdings, hat sich da nicht unbedingt aufgedrängt. Ja, er ist im Grunde genommen eines der Hauptzielobjekte von Muhammad Hassan. Und wir haben es gerade gesehen, wie er ihn fertig gemacht hat, letztens mit dem Camel Clutch. Aber wir hören mal zu, was er zu sagen hat hier in Japan. I'm looking forward to this trip overseas to Japan. Because I thought that the people of the land of the rising sun would be enlightened. And would be more accommodating to people like myself. And people of different backgrounds. But obviously, I was wrong. You people treat us, me, Kazuro, with the same disrespect as Americans. 2 weeks ago on Raw, I beat a living legend. A certified Hall of Famer, one of the greatest competitors to ever step foot in this ring, Sergeant Slaughter, but I beat him. And how was I treated when I got to Japan? Not like the king that I should have been. But I was treated with the same disrespect that I'm treated with in America. So as far as I'm concerned, the Japanese, you can join the Americans and the other people who look down on me and my Arab brothers and go straight to hell. Also wird von den Japanern genauso empfangen wie von den Amerikanern. Obwohl er doch Sergeant Slaughter besiegt hat, beschwert er sich hier, wird er hier nicht wie ein Held empfangen. Genauso ausgebuht, ausgepfiffen wie in Amerika. Und ihr könnt euch gleich den Amerikanern anschließen, sagt er, ihr Japaner. Ihr könnt also ihr japanischen Fans genauso zur Hölle gehen wie die Amerikaner. Ja, und der Jubel, der hier seinem Gegner Rhyno entgegenschlägt, der spricht Bände. Bin mal gespannt, ob hier die Zuschauer zur Hölle gehen können oder ob möglicherweise Rhyno Muhammad Hassan genau in diese Hölle befördert. Denn Rhyno ist natürlich stinksauer auf das, was Muhammad gesagt hat. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Hier in der mit fast 16.000 Zuschauern ausverkauften Saitama Super Arena. Da treffen zwei Männer aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein können. Natürlich die Kraft ganz klar auf Seiten von Rhyno. Auch die Einstellung ist eine eher positiv erfreuliche, auch wenn er natürlich knallhart zur Sache geht, aber er hat Spaß an dem, was er macht, ganz im Gegensatz zu Muhammad Hassan. Der ist, glaube ich, von Grund auf einfach nur stocksauer. Naja, der hat auch Spaß daran, seine Gegner fertig zu machen. Und naja, mit Rhyno wird er da natürlich Schwierigkeiten haben, denn der setzt ihn gleich zu Beginn dieses Matches gehörig unter Druck. Whip in, nein, ein Reversal, aber Rhyno holt nur noch mal richtig Schwung, um dann mit diesem Shoulder Block durchzukommen. Er hat die Schnelligkeit, die Übersicht, alle Aktionen von Hassan hier zu kontern. Oh, 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 das sieht schlecht aus für Muhammad Hassan. Das sieht natürlich auch der Wari. Ja, aber Muhammad Hassan schon wieder auf den Beinen, wartet auf Rhyno. Der diskutiert nur mit dem Ringrichter und wird dann von einem mächtigen Clothesline gefällt. Ja, die beiden, Muhammad Hassan und Daivari, die arbeiten immer sehr gut zusammen. Daivari lenkt den Gegner ab und Hassan schlägt zu. Das muss man einfach heutzutage auch bedenken, vor allem wenn man gegen die antritt, dass es nicht mit fairen Mitteln zugeht, dass man aufpassen muss auf genau diese Aktionen. Cover-Versuch, der allerdings nicht gelingt.
Ja, Rhyno hat gleich am Anfang sehr gute Aktionen gezeigt, aber Muhammad Hassan, gut, man kann sagen über ihn, was man will, aber er ist ein Mann, der durchaus über großes Können, auch große Brutalität und Rücksichtslosigkeit verfügt und eine prima Kondition. Also von daher müssen wir abwarten, ob Rhyno sich schlussendlich durchsetzen kann gegen den Neuling. Da sagst du es völlig richtig, er ist ja natürlich noch, auch wenn er uns jetzt schon so im Bewusstsein ist, ein Neuling, muss also erst seine Erfahrung beweisen, aber im Zusammenspiel mit Daivari, das funktioniert auch, das aktive Eingreifen, nicht nur das Ablenken. Ja, man sieht aber auch bei Daivari, dass er bereit ist, wirklich Leib und Leben quasi zu riskieren, um seinem Schützling zu helfen. Oder soll ich sagen, er ist das Sprachrohr von Muhammad Hassan für die arabische Welt. So, jetzt ein Side-Headlock. Mal sehen, ob sich jetzt Hassan ein bisschen besser in dieses Match hineinarbeiten kann. Denn bisher ist es ihm noch nicht gelungen, Rhyno wirklich entscheidend unter Druck zu setzen. Und es ist gesagt, er ist ein extrem kräftiger Bursche, dieser Rhyno-Cover jetzt von Hassan. Aber Rhyno kommt raus. Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Methode ist, Rhyno mit Kraftaktionen zusetzen zu wollen. Auch wenn solche Griffe natürlich normalerweise ganz geschickt sind. Aber wenn man sich die Schulter, die Nackenmuskulatur eines Rhyno mal genauer betrachtet, dann sollte man auf solche Aktionen eigentlich eher verzichten. So, Hassan kommt nicht weiter ran. Er setzt Rhyno unter Druck, aber Rhyno befreit sich immer wieder aus den Aktionen. Aber Hassan gelingt ein Reversal. Rhyno duckt sich unter ihm weg und ein wunderschöner Launching Clothesline. Noch ein Clothesline hinterher. Jetzt, glaube ich, setzt Rhyno hier zum Endspurt an. Es sieht zumindest so aus. Whip in. Shoulderblock in der Ecke. Besonders hart natürlich da der Aufprall. Belly-to-Belly-Suplex. Und da zeigt er an, soll ich nach oben gehen? Ja, eigentlich warten die Fans hier auf den Gore. Das wäre auch die richtige Methode. Und die Japaner wissen natürlich, was sie zu erwarten haben. Sie rufen auch nach dem Gore. Ja. Rhyno hört die Rufe sehr wohl und er kauert in der Ringecke. Er wartet darauf, dass Hassan auf die Beine kommt. Da soll er kommen, aber Hassan ist gerade noch ausgewichen und kontert seinerseits. Jetzt natürlich die Frage, ob er mit dem Camel Clutch Rhyno wirklich besiegen kann. Robert, den zum Aufgeben zwingt tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht, dass Muhammad Hassan dieses Match noch gewinnen kann. Aber ich sag ja, das ist die Kraft, die auch dieser Mann hat. Und er setzt auf den Finishing Move vieler arabischer oder arabischstämmiger Superstars. Der Camel Clutch, ganz typisch. Kleiner Blick voraus, ein Intercontinental Champion Titelmatch steht noch an. Valvinus trifft auf Shelton Benjamin. Jetzt sehen wir auch ein Titelmatch um den Welt Tag Team Champion Titel zwischen La Resistance und William Regal und Tangerine.